Willkommen zurück bei GTA Vice City. Wir sind hier in unserer luxuriösen Villa und haben jetzt die 70.000 plus noch 185, mit denen wir uns jetzt diese vermaledeite Druckerei kaufen werden. Ich hoffe, dass danach nämlich auch wieder, und ja, ich spreche ein wenig komisch, dass wir danach wieder vernünftige Missionen haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon das Ende gewesen ist. Da würde sich mein Gedächtnis doch irgendwie ein bisschen arg getäuschen, wenn dem so wäre, weil irgendwie muss es ja weitergehen. Weil irgendwie würden mir dann jetzt auch gerade die Credits fehlen, weil normalerweise. Entschuldigung. Normalerweise sieht man ja am Ende eines Spiels nochmal Credits. Naja, dann kaufen wir uns mal die Druckerei hier. Seht ihr, und wir haben wieder Missionen. Ach, das ist doch schön. Vor Freude speichere ich nochmal kurz. Und dann gucken wir mal, was hier direkt die Mission zu bieten hat. Der Singvogel. Mr. Vassetti? Hey, you bought the old print works? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, well, just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Ja, wir können das Taxi nehmen, aber fuck off. Wir nehmen unsere eigene Karre, weil die 9 Dollar, die müssen wir jetzt sparen. Wir haben nur 877. Aber das heißt, wir können wieder weiter Missionen machen. Och Gott sei Dank. Mir ist schon das Herz ein wenig in die Hose gerutscht, dass ich jetzt nicht weiß, wie wir weiterkommen. Und gut, dass wir noch genügend Geld hatten, weil ich hatte jetzt schon ein bisschen Panik gehabt, sonst auch, dass wir jetzt erst ordentlich Geld farmen müssten über diese Einkünfte da. Das hätte Ewigkeiten gedauert. Aber ich glaube, das hätte ich euch erspart. Ich glaube, da hätten wir dann einmal einen kurzen Cut gemacht. Ich hätte halt so lange irgendwie hier immer wieder Geld eingesammelt in regelmäßigen Abständen, bis das halt reicht. Und dann hätten wir da wieder eingesetzt. Ich glaube, das hätte ich euch nicht antun wollen, dass wir dann hier wirklich nur rumfahren, um wirklich die Zeit totzuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, bis der da uns Geld auffüllt. Na gut, jetzt haben wir wieder 1475, 64, 56. Oh Mann, ich sollte nicht so spät aufnehmen. Kurz vor 4 Uhr morgens aufnehmen ist nicht so gesund. Definitiv nicht. Vielleicht sollte ich mir auch einfach angewöhnen, dass ich ein bisschen langsamer spreche, damit ich genügend Zeit habe, die Worte, die ich mir auch im Kopf zusammenlege, die auch passend rausbringe. So, Ken Rosenberg, mal gucken, was du zu sagen hast. Oh, und ich mache hier ein bisschen, gerade bei Michael Jackson gehe ich ein bisschen lauter und spiele da ein bisschen rüber. Ich hoffe, das bringt was. Na, nice Hintern. Tja, Kleine, du weißt nicht, was hier abgeht. Nein, alter Freund, wie läuft's denn so? Was weißt du über Geldverschrei? Oh, alles bestens, Paul. Und bei dir? Komm her. Ist ja gut, ist ja gut. Anscheinend bist du schwer beschäftigt. Über Falschgeld weiß ich nur, dass die Triaden die Platten liefern. Das tut weh. Die haben die Rennerei und blablabla. Der Boss weiß, die nächsten Platten reinkommen. Ah, ja. Genau. Peulekeule. Ja, you meine ich. Ja. Für die Schmerzen braucht man erstmal einen Drink. Also legen wir uns jetzt auch noch mit den Triaden an. Ach du Schür.
Du Heilige! Du Heilige, Heilige! Heilige, Heilige! Und da brennt unser Auto fast. Komm her, du! Ist auch geil, dass wir hier so ein Auto im Prinzip direkt zu Fuß einholen können mit Sprint. Komm her! Alter! So, jetzt meins! Gib her! Die haben's eh schon angeditscht. Da wirst du es doch entbehren können. Ich muss schon wieder husten, das gibt's nicht. So, da bin ich wieder. Da musste ich gerade ein wenig hüsteln. Ich glaube, das ist... Alter! Guck doch mal nach links und rechts hier. Schulterblick! Rast der uns da einfach blöd in die Seite rein. Ich werde bescheuert. Die fahren hier echt wie die letzten Vollidioten. Naja. Motorrad. Bim. Dann legen wir uns also jetzt auch noch mit den Triaden an. Eieieiei. Reicht ja nicht, dass wir hier schon mit den Kolumbianern und Haitianern zu tun hatten. Und. Sondern jetzt müssen es auch noch die Triaden sein. Na, schönen Dank für die Blumen. Schönen Dank, die nicht lieb von dir. Ne? Die Triaden. Sie werden. Get out the way, bitch. Dann wollen wir noch mal gucken. Der schießt. Man hat dich bemerkt. Wo kam der? Ach da, hier. Meister, bleib stehen. Bleib stehen. So, komm. Der ist hinüber. Müssen wir uns vorsichtig rantasten. Weil die hauen doch ganz schön rein. So. Ist hier jemand? Vorsichtig. Ach du Scheiße, er hat denn hier den Alarm ausgelöst. Komm her. Du bist hinüber. Ja, vorsichtig. Immer noch höher. Da ist noch einer. Wow. Alter! Ballert der uns da fast über den Haufen, das gibt's nicht. Das war ganz schlecht hier. So, jetzt vorsichtig. Weil wir sind ganz schön angeschlagen. Da war ich doch echt ein bisschen unvorsichtig. Alter. Verarscht mich nicht, Leute. Wow. Da sind wir down gegangen. Ja, das war blöd. Ja, und jetzt haben wir natürlich genau diesen Fall, von dem ich den ich hätte gerne vermeiden wollen. Sind draufgegangen und haben natürlich jetzt nur noch wenig Geld. Ja, das ist jetzt suboptimal. Sehr, sehr suboptimal ist das. Nix da, ich hole mir dein Auto. Wir sind ja bald da. Das machen wir nochmal. Das muss doch zu schaffen sein, aber die... Wir hätten es vielleicht noch geschafft, wären die nacheinander gekommen, aber standen plötzlich drei Stück vor uns. Das war dann doch ein bisschen, ja, unmachbar im Prinzip. Und gerade der letzte da auch eben, als wir hochgegangen sind, das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Aber wir holen uns natürlich hier erstmal das Geld ab. Jawohl. Es waren wieder 1000. Schutzweste holen wir uns natürlich auch da unten. Jetzt müssen wir echt ein bisschen sparen. Denn wir brauchen jetzt jeden Cent erstmal wieder. So, jetzt haben wir hier schon mal 90. Das wird aber definitiv nicht reichen. Da wette ich drauf.
Nö. So, hier wieder raus. Ja, nochmal 90, ist natürlich jetzt nicht das meiste. Konnten wir eigentlich sonst noch irgendwo Geld abholen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Oh, Iron Maiden. Ach, das hört man noch gerne. Ich fahre einfach mal zu dem anderen Waffenladen hin. Mal gucken, ob wir da was finden. Ja, Iron Maiden, das ist noch richtig geile Mucke. Kann ich nur jedem empfehlen, da sich mal reinzuhören in diese unglaublich gute Band. Nein, ich wurde nicht von denen bezahlt. So groß bin ich noch nicht. Keine Panik. Aber sie sind einfach mit meine Lieblingsband. Also das ist einfach genau Metal nach meinem Geschmack. Wenn ich Metal höre, dann muss der im Prinzip so sein, wie Iron Maiden ihn auch macht. Ah, wer kommt denn da mit dem Henker rübergefahren? Ich hoffe, das klappt so auch. Nee, das einzige andere Gebäude, was wir uns sonst noch gekauft hatten, war... Genau, ja, war ja da am North Point Einkaufszentrum da, das Dingsbums, Dings. Aber ich muss schon wieder husten, ey, das gibt's nicht. Dann wollen wir mal gucken, was der gute Kerl hier uns zu bieten hat. Können wir uns gar nicht leisten, ey. Ach du Heiligsblechle. Also wir sind hier direkt an der Brücke zum North Point Einkaufszentrum. Gucken wir mal, ob wir uns da vielleicht was leisten können. Ansonsten wird das jetzt richtig mies. Da muss ich mich versuchen, echt anders durchzumogeln. Na gut, wir sagen doch, wir sind am Einkaufszentrum. Hier geht's ja gleich hoch. Genau, genau. Oh Baby, ist das erotisch. Zack. Und ein U-Turn und hier wieder rein und gegen die Mauer gefahren. Ach, sind wir nicht stylisch. So. Angekommen. Hoffentlich sind die Waffen hier nicht so teuer. 100, 400. Ja, so. Jetzt haben wir doch wieder ein bisschen Muni. Damit können wir doch wieder ein bisschen was anfangen. Alt. Nein, die Weste, die hole ich mir gleich woanders. Ah, hier, das Bugs, der Starbucks in Vice City halt. So, unser Auto wurde natürlich geklaut. Wer hätte das denn geahnt? Ich natürlich. So. Ah, da kommt doch schon ein gutes wieder. Ah, Cabriolet nicht. Komm, wir nehmen das hier. Hey. Ey! Alter! Nee, Taxi will ich nicht. Klauen wir uns jetzt hier den Bus? Mein Gott, mein Gott. No love, du hast es ja fast, Meister. So, hier ist noch die Schutzweste. Hoppa, ist das nass hier. Oh Gott, hier schüttet es auch wieder wie aus Eimern. Zack. Ups. Entschuldigung, Freunde, ich habe euch nicht gesehen. Das passiert mit so einem großen Auto. Und wieder ab zur Druckerei. Hilft dir alles nichts. Ah, boah, hier zweiradmäßig sind wir hier geslidet. Das sind die großen Fahrerskills hier. Da musste ich schon wieder husten. Ist das überhaupt V-Rock? Ja, es war V-Rock. Geile Scheiße das. Alter, 3000 Ocken, nein, wer soll sich denn sowas leisten können, Leute? Wer soll sich denn sowas leisten können? Also erstmal, das ist ja auch wieder hier eine Hin- und Herfahrerei, weil wir jetzt erst wieder zur Druckerei müssen, dann wieder rüber zum Malibu Club und dann wieder zurück hier zu den Docks. Nur.
Ja. Wir fahren wie die Henker, wir fahren wie die Blöden. Und das bei nasser Straße. Verkehrssicherheit am Arsch. Rote Ampeln sehen wir auch nur als Vorschlag. Ach, guck an, da oben ist ja auch schon eine Schutzweste. Hätten wir das mal gewusst. Na komm, weil es so schön ist. Weil es so schön ist. Und weil wir jetzt auch kurz an dieser Stelle die Folge beenden, denn es ist mal wieder soweit. Und dieser Mission widmen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich denke, das passt auch so. Dann gehen wir da mit neuem Elan ran. Und na, da kommt mir das Nachmittagessen wieder hoch in Form von Gasen der Verdauung. Leckeres Thema, ich weiß. Naja, ich stelle mich mal hier unter das Abdach. Es regnet nicht gerade. So, mir ist trocken. Ja, noch einmal kurz husten. So, da bin ich auch wieder, um euch zu verabschieden. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video gucken mögt. Das ist ja ganz euch überlassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen rauf geben oder abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und macht's gut, euer Bugs. Bis dahin. Tschüss.